Ja, die topologische Sortierung als eine weitere Anwendung, die wir letztendlich mit der einfachen Traversierung eines Graphen realisieren können. Gucken wir uns zunächst mal an, was das überhaupt ist, die topologische Sortierung. Da geht es darum, dass wir die Knoten eines Graphen in eine bestimmte Reihenfolge bringen wollen und können sich vorstellen, Sie haben sowas wie eine Menge von Aufgaben, die es zu bearbeiten gilt. Und manchmal gibt es ja zwischen diesen Aufgaben Abhängigkeiten. Ja, eine Aufgabe muss erledigt sein, bevor mit einer weiteren Aufgabe angefangen werden kann. Und wenn wir dann ein solches Problem mit Hilfe eines Graphen modellieren, dann müssten wir im Prinzip prüfen, kriegen wir das Problem überhaupt gelöst? Kriegen wir die Knoten eigentlich in die passende Reihenfolge, sodass wir dann quasi diese Randbedingungen, die es da zu erfüllen gilt, nämlich dass eine Tätigkeit ausgeführt wird oder fertiggestellt ist, bevor die nächste begonnen wird, dass wir das halt überhaupt machen können. Das habe ich schon gesagt. Ja, und die Frage ist, können wir überhaupt eine zulässige Bearbeitungsreihenfolge ermitteln? Einfaches Problem ist, haben Sie jeden Morgen, wenn Sie sich anziehen, da gibt es eine gewisse gesellschaftliche Konvention, mit der man das tut. Beispielsweise, dass das Hemd angezogen wird, bevor eine Krawatte getragen wird, sofern man denn eine Krawatte anzieht. Das ist ja heute auch nicht mehr so der häufig der Fall. Oder beispielsweise, dass die Unterhose angezogen wird, bevor die Hose angezogen wird. Der sieht andersrum vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, wäre vielleicht mal ein Versuch wert. Ja, Socken vor Schuhen ist auch immer ganz angebracht. Oder ganz anderes Beispiel, Studium. Ja, da haben wir einen Studiengang wie die Medieninformatik entwickelt oder auch die technische Informatik. Ich mache das jetzt mal hier am Beispiel der Medieninformatik. Und da haben wir uns für eine gewisse Reihenfolge der Module entschieden. Ja, es macht beispielsweise irgendwie Sinn, dass gewisse Veranstaltungen vor anderen Veranstaltungen belegt werden. Ja, ich habe schon ein paar Mal in dieser Veranstaltung auch die Mathematikvorlesung zitiert. Oder dass beispielsweise Mathe 1 vor Mathe 2 belegt wird, macht vielleicht irgendwie sinnvoll sein. Oder dass die Programmierung 1, das ist sicherlich sinnvoll, dass die absolviert wird, bevor wir hier in die Algorithmen und Datenstrukturen reingehen. Oder auch, dass Programmieren 3 vor der Veranstaltung verteilte Systeme belegt wird und möglich oder idealerweise auch irgendwie erfolgreich belegt wird. Und da gibt es sicherlich noch weitere Abhängigkeiten. Oder auch ein drittes Beispiel, wenn Sie sich mal in einen Compiler hineinversetzen. Ja, Sie entwickeln Programmcode. Ja, auch im Programmcode gibt es gewisse Abhängigkeiten, die zum Zeitpunkt der Übersetzung halt irgendwie eingehalten werden müssen. Ja, beispielsweise, wenn Sie Klassen definieren, dass die in der richtigen Reihenfolge sozusagen berücksichtigt werden. Ja, beispielsweise ein Graph benötigt Knoten, das muss irgendwie bekannt sein. Eine Kante benötigt ebenfalls Knoten. Wenn wir irgendwie ein Menü programmieren wollen, dann brauchen wir irgendwie sowas wie Input-Output, irgendwie Informationen da aus der Klasse. Ja, auch da gibt es häufig Abhängigkeiten in der Reihenfolge, in der da im Prinzip eine Übersetzung erfolgen muss oder Dinge bekannt gegeben werden müssen. Wie sieht das aus beispielsweise? Alltagssituation anziehen. Bringen wir das mal in so eine gedachte Reihenfolge. Ja, Hemd sollte vor der Krawatte angezogen werden. Ja, wenn wir damit fertig sind, dann können wir in ein Jackett überziehen oder eine Unterhose ziehen wir an. Dann können wir eine Hose anziehen. Dann können wir irgendwie einen Gürtel umschnallen. Das ist hier nicht zwangsläufig, aber durchaus auch sinnvoll, diese Abhängigkeit, damit man das Hemd schön in die Hose stecken kann. Ja, ich bin da jetzt mal ganz klassisch unterwegs, was die Bekleidung angeht. Und was machen wir mit den Socken? Die Socken ziehen wir am besten vor den Schuhen an. Ja, auch die Hose und die Unterhose sollten vor den Schuhen angezogen werden. Ja, wenn das irgendwie eine enge Hose ist, dann kommen sie mit den Schuhen da nicht so richtig gut durch. Uhr können wir vielleicht noch anlegen. Oder hier, was haben wir hier? Genau, da haben wir uns eine Modulbeschreibung überlegt, wo wir quasi diese Abhängigkeiten modelliert haben oder abgebildet haben. Ja, wir können auch das Ganze sozusagen als Graph betrachten. Und wenn wir das sozusagen von unten nach oben lesen, sozusagen, haben wir da implizit diese Abhängigkeiten in diesen Modulen sozusagen mit berücksichtigt. Ja, da gibt es nicht zwischen allen Modulen vielleicht direkte Abhängigkeiten, aber zwischen einigen sicherlich, wie ich das beispielsweise gerade gesagt habe, hier Programmieren 1, wo Sie die Grundlagen von Java lernen, belegt man vor den Algorithmen und Datenstrukturen. So, das ist also die Fragestellung, wenn wir jetzt ein Problem modelliert haben, kriegen wir das überhaupt
gelöst oder kriegen wir die Frage beantwortet, gibt es eine zulässige Bearbeitungsreihenfolge? Und wenn wir das Ganze als Graph modellieren, was wir natürlich hier in diesem Kapitel der Graphentheorie machen, ja, dann ist die Idee, dass wir sagen, die Tätigkeiten, die wir da entsprechend durchführen, das sind unsere Knoten, ja, wie hier abgebildet. Ja, und die Kanten, das ist quasi die Bedingung, dass wir sagen, naja, wenn es eine Kante VW in der Kantenmenge gibt, dann muss V ausgeführt werden, bevor W begonnen wird. Ja, hier beispielsweise ein Knoten wäre Socken, ein zweiter Knoten wären die Schuhe. Ja, und diese Kante zwischen Socken und Schuhen besagt, die Socken müssen angezogen sein, bevor die Schuhe angezogen werden. Ja, ich habe jetzt hier sozusagen nicht die Tätigkeiten reingeschrieben, sondern einfach nur das Objekt sozusagen. Aber letztendlich handelt es sich hier dabei natürlich um eine Tätigkeit. So, was ist nun eine topologische Sortierung? Eine topologische Sortierung definieren wir auf einem gerichteten azyklischen Graphen. Azyklisch heißt, es gibt keine Kreise in dem Graphen. Eine topologische Sortierung ist nichts anderes als letztendlich eine Ordnung der Knoten, also eine Abbildung auf der Knotenmenge. Ja, wir ordnen jedem Knoten eine natürliche Zahl zwischen 1 und n zu, wenn wir n Knoten haben. Und mit der Bedingung, dass wenn wir eine Kante VW in dem Graphen haben, ja, dass dann sozusagen diese Ordnungszahl, die wir hier zuordnen, dass die halt auch kleiner ist als die Ordnungszahl von W. Ja, das ist sozusagen die topologische Sortierung. Wenn wir einen Graph topologisch sortieren können, ja, dann können wir ihn zumindest so in der Ebene anordnen, dass wir alle Kanten von links nach rechts führen können. Ja, das ergibt sich quasi hier sozusagen aus dieser Definition. Ja, wenn wir den Knoten hier diese Ordnungszahlen zuordnen und diese Ordnungszahlen dann sozusagen aufsteigend in der Ebene hier anordnen, dann besagt das hier, dass oder diese Bedingung hier, dass alle Kanten von links nach rechts gehen. Also man kann das Ganze sozusagen auch grafisch lösen, indem man da versucht, den Graphen so in der Ebene zu zeichnen, dass genau diese Bedingung hier erfüllt ist. Das macht auch sofort deutlich, wenn wir einen Kreis im Graphen haben, ja, da kriegen wir das hier definitiv nicht hin. Ja, da gibt es dann immer mal auch irgendwann wieder eine Kante zurück bei einem Kreis. Das heißt, das Ganze funktioniert nur in der Situation eines azyklischen Graphen. Gucken wir uns mal ein Beispiel hier an. Man sieht das hier nicht auf den allerersten Blick, dass dieser Graph topologisch sortiert werden kann. Ich habe das einfach mal hier so ein bisschen animiert. Wir fangen mal mit einem Knoten an. V1 habe ich irgendwie hier ausgewählt, dann irgendwie V2. Ja, typischerweise startet man da mit einem Knoten, der keinen Eingangsknoten hat, keine Eingangskante hat. Kann jetzt im Prinzip alle Kanten eintragen. Das ist jetzt sozusagen, habe ich mal gelöst durch, ich sage mal, scharfes Hingucken. Ja, den Algorithmus gucken wir uns gleich an, wie wir das systematisch lösen können. Ich will nur den Begriff dieser topologischen Sortierung nochmal verdeutlichen. Ja, ich trage jetzt einfach alle Kanten hier nach und nach ein, zeichne die Knoten auf, Knoten 4, trage dann die Kanten, die ich sozusagen von vorhergehenden Knoten schon habe, kann ich hier mal eintragen. Ja, überführe jetzt sozusagen diese Kante hier einfach nur in diese Kante, um einfach zu zeigen, dass alle Kanten hier von links nach rechts gehen, was ja hier oben in dieser grafischen Darstellung nicht sofort ersichtlich ist. Von V3 nach V4 gibt es eine Kante. Dann habe ich den Knoten V5. Da habe ich die Kante von V1 nach V5. Ich habe die Kante von V2 nach V5. Die Kante von V3 nach V5. Und auch die Kante von V4 auf V5. Dann kann ich noch V6 daneben malen. Kann da auch entsprechend die Kanten einzeichnen. Und schließlich den Knoten V7. Und auch da kann ich die drei Kanten, die zu V7 führen, kann ich hier so eintragen, dass sie von links nach rechts gehen. Ja, das meint topologische Sortierung. So, und das leuchtet, denke ich, sofort ein. Wenn je eine topologische Sortierung hat, dann ist er definitiv kreisfrei. Ja, das leuchtet sofort ein, weil wenn es einen Kreis gäbe, ja, dann würde das sozusagen in der Darstellung, die wir eben hatten, würde dann eine Kante wieder zurückgehen und das kann nicht sein. Das kann man auch formal beweisen.
Ja, machen wir das mal angenommen. G hat eine topologische, nicht typologische Sortierung V1 bis VN und es gibt einen Kreis C in G. Ja, dann gucken wir uns einfach den Knoten mit dem geringsten Index in dem Kreis an. Sei dann der VJ der Knoten vor VI in C. Das heißt, es gibt also eine Kante von VJ nach VI. Ja, und da wir aber hier sozusagen VI als den Knoten mit geringstem Index gewählt haben, ja, haben wir hier schon im Prinzip direkt einen Widerspruch zu der Tatsache, dass es dann noch einen Knoten davor gibt. Genau, das steht dann im Widerspruch zur Tatsache, dass das Ganze eine topologische Sortierung ist. Ja, also das leuchtet eigentlich sofort ein, wenn man sich diese Grafik alleine anschaut. So, ja, gucken wir uns mal an. Algorithmus. Auch das ist letztendlich wieder nur eine Anwendung von der Tiefensuche. Und zwar führen wir einfach eine Tiefensuche aus auf dem Graphen, ermitteln da ja sozusagen diese beiden Zeitstempel, einmal für den Zeitpunkt des Entdeckens, ja, das war dieses Feld D, und das Feld F, das war der Zeitpunkt, zu dem ein Knoten vollständig bearbeitet ist. So, und sobald ein Knoten den Zustand completely explored erreicht, damit die Zeit F oder in diesem Feld F die Zeit eingetragen wird, dann fügen wir ihn am Anfang einer verketteten Liste ein. Ja, und am Ende geben wir einfach die Liste aus und die sind dann entsprechend ihrer F-Werte abfallend von links nach rechts angeordnet. Und das gucken wir uns, glaube ich, mal in einem Beispiel an. Führen wir mal an dem Beispiel hier aus. Ich hatte hier diese Vorrangbedingungen angegeben. Ja, das war das, was wir eben gemacht hatten. Wir haben gesagt, es ist sinnvoll, die Unterhose vor der Hose anzuziehen, beides vor den Schuhen. Ja, also dieser Graph modelliert sozusagen einerseits die Tätigkeit und halt entsprechend diese durch die Kanten, diese Vorrangbedingungen. Und wenn wir da jetzt eine Tiefensuche durchführen, wir fangen beispielsweise mal mit der Unterhose an, machen jetzt eine Tiefensuche, entdecken da die Hose, kommen zum Gürtel, kommen zum Jackett. Vom Jackett aus gibt es keine weitere Ausgangskante, das heißt, der wird completely explored. Dann kommen wir zum Gürtel zurück, auch da gibt es keine weitere Ausgangskante, der wird auch completely explored. Diese Zeit wird gesetzt. Dann gehen wir zur Hose zurück, da gibt es noch eine Kante zu den Schuhen. Dann werden die Schuhe completely explored, weil es da keine Ausgangskante gibt. Dann gehen wir zur Hose zurück. Auch die wird completely explored, wird entsprechend hier gesetzt. Dann gehen wir zur Unterhose zurück. Auch die ist sozusagen vollständig bearbeitet. Dann starten wir, das war ja dieses rekursive Prinzip, starten wir einen weiteren Aufruf von diesem DFS-Visit. Wir starten jetzt hier mit den Socken. Die werden auch sofort in der Bearbeitung beendet. Die bekommen den Zustand completely explored. Die Zeit wird entsprechend gesetzt. Wir starten einen weiteren Aufruf bei der Uhr. Auch die ist sofort fertig. Und wir starten nochmal bei dem Hemd, entdecken da die Krawatte und beide sind dann aber completely explored. Ja, und jetzt können wir im Prinzip entsprechend rückwärtsgehend von diesen Finish-Zeiten, da fangen wir jetzt sozusagen hinten an und schreiben die im Prinzip der Reihe nach einfach auf, rückwärts betrachtet. Auf Basis der Finish-Zeiten. Das heißt, wir fangen mit dem Hemd an, mit der Krawatte, dann kommt die Uhr, dann kommen die Socken, dann kommt die Unterhose, dann kommt die Hose, dann kommen die Schuhe, Gürtel und das Jackett. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie die Kanten da verlaufen. Jetzt zeichne ich einfach nur die Kanten ein, wie sie hier oben dargestellt sind. Ja, und da gehen jetzt in der Tat alle Kanten von rechts nach links. Ich hoffe, ich habe jetzt alle. Es müssten, glaube ich, alle sein. Ich Genau, habe da noch ganz. eine Frage zu. Ja, bitte. Können Sie noch mal zurückgehen, bitte? Woher weiß man jetzt, dass man die Hose vor den Schuhen wählen muss? Weil wenn man jetzt zum Beispiel bei Unterhose startet, dann könnte man sich dann nicht aussuchen, ob man zu Hose oder Schuhe geht. Ja, das ist sozusagen, Sie führen die Tätigkeiten jetzt aus von links nach rechts. Also es gibt vermutlich sogar mehrere Lösungsmöglichkeiten, aber jetzt hier bei dem Ansatz würden Sie Hemd anziehen, Krawatte anziehen, Uhr anlegen, Socken anziehen, Unterhose Achso, ich anziehen. meine noch einen Schritt vorher im Graphen. Ja. Also wir starten ja bei Unterhose und dann kann man ja entweder zu Hose oder Schuhe. Ja. Wie kommt es denn jetzt, also wenn man die
Schuhe vorher anziehen würde, dann wäre es ja vielleicht sachlich falsch, die Reihenfolge. Aber wie kann man das denn dem Graphen entnehmen? Der Graph sagt ja nur aus, was muss gemacht werden, bevor etwas anderes gemacht wird. Und da steht ja drinnen, die Hose muss vor den Schuhen ausgewählt werden. Das sagt sozusagen diese Kante aus. Achso. Und jetzt, ich überlege jetzt gerade, wenn ich diese Tiefensuche eben anders durchgeführt hätte. Ja, ich bin ja sozusagen von der Unterhose zur Hose gegangen, dann hier runter. Ich hätte ja auch von der Unterhose hier hingehen können. Das hätte aber sozusagen an der Reihenfolge später nichts geändert. Ja, die Reihenfolge hier unten wäre vielleicht ein klein wenig anders. Ja, ich könnte ja auch genauso gut mit der Unterhose anfangen. Das würde an der Gesamtsituation nichts ändern. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine Reihenfolge, in der alle Bedingungen, die hier durch diese Kanten angegeben sind, in der die gesichert sind, ne, dass das Ja, eingehalten danke. wird. Genau, jetzt geht nochmal gerade diese Animation hier durch und das ist jetzt nur zur Verdeutlichung, dass alle Kanten jetzt wirklich von links nach rechts laufen. Ja, kurze Analyse, Breitensuche läuft in V plus E, also Anzahl Knoten, Anzahl Kanten. Ja, das können wir über eine Liste machen, die wir, wo dann nach und nach sozusagen, das habe ich jetzt hier nicht angedeutet, aber wo wir Knoten, die quasi in der Bearbeitung fertiggestellt sind, wo diese Finish-Time quasi gesetzt wird, die könnten wir in eine Liste eintragen. Das geht in O von 1, und dass wir die dann hinterher auch schnell auslesen können. Und am Ende geben wir diese Liste aus. Dann müssen wir einmal durch alle Knoten nochmal durchgehen, wie wir das gerade hier unten aufgelistet gesehen haben. Das heißt, auch das Ding haben wir in O von V plus E. Ja, auch das wieder eine Anwendung der Tiefensuche für ja, eine Fragestellung, wie Sie halt Arbeitsprozesse, sage ich es mal jetzt allgemein, in eine Reihenfolge bringen können, sodass die Bedingungen hinsichtlich der Ausführungsreihenfolge auch eingehalten werden können. Ja, warum funktioniert der Algorithmus? Wenn für zwei Knoten UV eine Kante UV existiert, so gilt stets, dass die Finish-Time des Endknotens dieser Kante, dass die kleiner ist als die Finish-Time des Startknotens dieser Kante. Das ist eine Eigenschaft, bringt diese Tiefensuche mit sich. Ja, das ist ja aufgrund der Tatsache, dass der Knoten ist erst vollständig bearbeitet, wenn ich quasi hier aus diesem rekursiven Aufruf zurückgekommen bin. Ja, Tiefensuche, wir haben es ja so implementiert über diesen rekursiven Aufruf von DFS Visit. Ja, und quasi in dem Aufruf von DFS Visit für diesen Knoten wird der aufgerufen, ja, und wenn ich dann da zurückkomme, ist der fertig bearbeitet, ja, und anschließend wird der dann eventuell noch zu weiteren Kanten gehen oder halt auch dann fertig bearbeitet. Das heißt, das ist eine Folge quasi dieser Tiefensuche. Ja, und damit steht er dann in der resultierenden Liste links von V, ja, weil einfach dieser Wert größer ist und wir sortieren ja sozusagen die Knoten entsprechend absteigenden F-Werten. Ja, das heißt, er steht dann links von V und damit ist dann auch gesichert, diese Randbedingung, ja, U muss ausgeführt werden, jetzt vom Prozess her, vom Arbeitsschritt her, bevor V begonnen wird. Ja, das Modul Mathe 1 muss belegt werden und möglicherweise auch erfolgreich vor Mathe 2 oder Programmieren 1, vor Algorithmen, Datenstrukturen. Das ist halt hier entsprechend gesichert. Genau. So, das war nochmal eine Anwendung für diese Traversierung von Graphen, um halt diese topologische Sortierung zu ermitteln. Das wollte ich Ihnen heute Morgen nochmal ganz kurz erzählen.